Aufs Allerherzlichste begrüße ich an dieser Stelle von handelstag24.de Hermann Kölkermann. Herr Kölkermann, schönen guten Tag. Der DAX, wie die Feuerwehr gestartet in dieses Jahr. Jetzt haben wir das zweite Quartal, auch wieder wie die Feuerwehr gestartet. Ich spreche von gestern, 2% im Plus und heute wieder legt er die Füße hoch. Wo soll das uns noch hinführen? Ja, guten Morgen. Wir sehen, dass der DAX heute Morgen erstmal ein bisschen pausiert nach dem starken Anstieg von gestern. Gucken wir mal direkt auf den Chart. Mitgebracht habe ich hier den 3-Monats-Chart und da sehen wir jetzt im Chartbild, können wir erkennen, dass der DAX in der vergangenen Woche die Abwärtsbewegung zunächst erstmal weiter ausgebaut hat. Das Kursziel von 7.779 Punkten wurde am vergangenen Mittwoch noch erreicht. Dabei handelt es sich um das obere Ende der Kurslücke vom 4. auf den 5. März und erstreckt sich im Bereich von 7.779 bis 7.690 Punkte. Mit dem starken Kursanstieg von gestern von rund 1,9% wurde dieser Bereich aber als starke Unterstützungszone bestätigt und somit ist kurzfristig das Chartbild erstmal als positiv zu bewerten und mit einem Ausbruch über das Tageshoch von gestern bei 7.950 Punkte würde diese positive Tendenz nochmal verstärkt. Die erste Zielmarke wäre jetzt der Widerstandsbereich zwischen 8.010 und 8.042 Punkte und sollte der Markt dann dort genug Kraft entwickeln, diese Hürde zu überwinden, da auf Tagesschlusskursbasis hinauszulaufen, dann könnte der DAX wieder das Allzeithoch bei 8.150 Punkte anpeilen. Also die Richtung stimmt. Dankeschön, Herr Köckemann, für Ihre Einschätzung zum DAX am heutigen Handelstag. Sehr gerne. Und dann gucken wir mal, was für einen Anlagetipp wir heute für Sie mitgebracht haben. Der DAX also durchaus im Erholungsmodus. Schauen wir uns mal die Grafik jetzt hier an. Wir sehen, dass wir momentan noch nicht sehen. Aber wir haben für Sie ein Long-Produkt heute für Sie herausgesucht. Und zwar mit der Knockout-Schwelle von 7.147 Punkten. Hebel, ja, 10,3%. Ein DAX Open-End Turbo Call. Also wir setzen ja auf steigende Kurse. Emittent ist in diesem Fall die ING Bank. Das war der DAX-Check für heute. Auch den können Sie sich im Internet nochmal anschauen unter daf.fm.